Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück in der MLG-Sphäre. Oh Gott, ein Sphärenlevel. Wir kennen sie noch aus Mario 74. Und das scheint mir ja doch ziemlich weitläufig zu sein. Kannst du nicht mal irgendwie was Kompakteres machen? Klüger Lord. Kannst du nicht mal irgendwie, was weiß ich, Diorama-Hack oder sowas machen, wo die Level nicht so weitläufig sind? Wir lesen auf jeden Fall mal dieses Schild. Weil, ich glaube, da komme ich mit Weitsprung nicht hin. Also lesen wir mal, in welche Richtung dieses Schild, also wo es uns hinführt. Vor dir siehst du zwei Ebenen. Die untere führt zu brauner Münze 5 und Stern 4. Die obere zur braunen Münzen 6 bis 8 und den Sternen 5 und 6. Also das heißt, satte 3 Sterne erwarten mich hier. Oh Gott, das heißt, ich muss hier so oft wieder hoch. Okay. So. Na, mal gucken. Das nächste Navi. Ich lasse mich jetzt wirklich einfach mal leiten. Hier ist braune Münze 6. Weiter links geht's nach oben drauf. Den Münzen will ich jetzt noch nicht sammeln, das mache ich später. So, was haben wir denn hier? Hier kannst du per Dreisprung nach oben. Alternativ gehst du links ein bisschen weiter. Braune Münze 6 ist rechts von der Mauer von dir. Vor dir, vor dir, vor dir. Und was haben wir hier? Scheiße Dreck? Nein, aber Münzen, das ist gut. Ja, okay, also Dreisprung. Oh, hier sind fiese Fiesigkeiten. Ihr seht das schon. Oh je. Eier. Was haben wir hier? Hier per Ansprung nach ganz oben drauf. Dort sind die braunen Münzen 7 und 8 sowie die Sterne 5 und 6. Zwei Sterne sind da oben. Soll ich es einfach mal wagen? Ah, lalalalalala. Hallo Chakia. Du drehst dich nicht um. Ich dreh dich um. In Sowjetrussland, Mario dreht dich. Was? Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. wo geht's denn hier lang, wenn du hier schon so eine Treppe baust? Ah, da geht's zur Frauenmünze. Okay. Da ist Kant. War bei Kant nicht auch ein Stern? Wenn ich schon mal hier bin, ich glaube, dann gehe ich jetzt zu Kant. Ganz ohne Schild, die macht das jetzt einfach. Kant, 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 Kant. Ah, okay, das sind immer so Vorsprünge. Kant, 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 Kant. Oh Gott, das ist sogar rutschig da. Kant, 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 Kant. Shit, wie soll ich da jetzt festhalten? Kant, 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 Kant. Das war ja so klar, dass das nicht funktioniert. Kant, 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 Kant. Wow! Das hat geklappt. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Ich wäre lieber etwas weiter. Nein. Kant, 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 Kant. So, den haben wir, 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 den haben wir. Boah, das hat Kant. Gar nicht mal so lange gedauert. Kants riskante Kante. Danke dir. Fairer und transparenter. So, lesen wir das Schild. Ach so, stimmt, das nicht. Das ist das einzige Nicht-Navi-Schild. Auf der unteren Ebene sind die Sterne 1 und 2. Und 1 bis 4. Auf halber Höhe sind Pilzsiegel zwischen Stern 3. Okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? Guck mal, da hinten, das sieht eigentlich ganz nett aus, der Bereich. Da guckt sich da einer das an. Das ist weitläufiger, als ich dachte. Also für ein Diorama-Hack ist das ziemlich wenig Diorama und dafür viel Dram. Hallöchen, da ist ja eine blaue Kappe. Die muss ja für irgendetwas hier unten gut sein. Ich habe ja nicht viel Zeit mit der blauen Kappe, also muss es hier in der Nähe... Und da ist ein Gitter. Und du hast mir einen Block davor gebaut. Wahrscheinlich hältst du mich für ganz blöd, habe ich recht? Yes! Aber weil du mir schon so einen schönen Block dahin baust, soll ich dir was... Ja.
Und jetzt? Danke. Wieso bin ich denn so blöd? Dann eben so. Weißt du, wenn du es schon so machst, dann mache ich es jetzt ganz lame, weißt du? Weil dann spare ich mir nämlich auch den Weg mit diesen... Ich bin so bescheuert, ey. Ja, ich wusste, das geht. Ja, siehst du, ha, dann mache ich es nämlich ganz lame. Mann. Okay, ich bin... Ich bin dabei, den guten Eindruck, den vielleicht guten Eindruck aus dem bunten Schierlund, weil von den letzten beiden Missionen abgesehen, wieder kaputt zu machen. So, smoke shrooms every day. Smoke, smoke. Das ist dann wohl, das sind die Geheimnisse von Stern 3. Auf halber Höhe hieß es, ne? Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Ich muss Sterne sammeln, ich muss was, also den 4-Sterne-Schnitt werde ich nicht halten können, das ist jetzt schon... Das ist absehbar, weil... Lasst uns mal überlegen. Also wir können hier nochmal 7 Sterne holen. Dann würden ja immer noch 3 fehlen. Und 3 war immer die Anzahl Sterne, die wir in diesen Würfelleveln bekommen haben. Gibt es eine mysteriöse 7. Seite des Würfels? Das ist ja auch in den Kommentaren immer mal wieder gerätselt worden. Und ich traue es dem Klügerlord zu, dass er sagt hier... 7. Seite des Würfels. Was ist das? Das sind keine Extra-Leben. Sind das die Geheimnisse? Das müssen die Geheimnisse sein, die wir sammeln müssen. Oh ja, umgedrehte Leben sind das. Hör auf, du bist schon gar nicht mehr am Fallen, Mario. Ja, Tatsache, das sind die Geheimnisse. Ja, also eine mysteriöse 7. Seite des Würfels. Problem ist, ich habe bisher aber noch gar keine Röhre hier gesehen. Aber vielleicht gibt es zu der auch noch ein Navigationsschild. Oh, das ist nicht einfach. Smoke, smoke. Also Hut ab, wer hier auch noch im Speedrun-Modus durchkommt. Das ist jetzt schon wieder... Das ist nicht mehr mein Niveau. Das ist definitiv nicht mehr mein Niveau. Deswegen auch die ganzen Eisenboxen und so, die du für mich eingebaut hast. Natürlich nicht überall. Sonst hätte ich ja überall vollen Empfang. Und du willst ja nicht, dass ich überall vollen Empfang habe. Sogar hier oben. Ich will es auch ehrlich gesagt, mit den Save States behave ich mich schon genug. Dann habe ich auch kein Problem mehr damit, das Level so zu spielen, wie du es vorgesehen hast. Oh, da war noch ein Geheimnis. Das habe ich nicht mal gesehen. Ich habe nur die Kiste gesehen. Die ist sonst wahrscheinlich gar nicht da ist. Interessant. Gut. Dann machen wir erstmal den da hinten und dann den da unten. Eieieiei. Ah, nein, bitte nicht so weit. Mario, bitte nicht. Du bist doch ein... Aber weißt du was, das speichere ich nicht. Weißt du was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Dann machen wir jetzt irgendwie so, wie ich will. Ob sie nun passt oder nicht. Wollte ich nochmal so gesagt haben. Aber wenn, dann sammeln wir den Stern jetzt so. Komm. Oh, wirklich. Ach, leck. Lecko Mio. Lecko Mio, Popo. So. Oh Gott. Ist das die halbe Höhe? Das war die halbe Höhe, ne? Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Ah. Bin ich jetzt richtig justiert? Bin ich nicht! Doch, bin ich. Smoke, smoke. Interessant. Aber... Interessant. Interessant, aber interessant. Wie mache ich das jetzt? Ich kann ja eigentlich nur versuchen. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Oh, was? Wow, what? Oh.
Oh. Meine Güte. So, das hätten wir. Meine Güte. Ja, es hat ein Sphärenlevel. Die waren schon immer verdammt schwer. Smoke Shrooms every day. Ja. Umgedrehte Pilze. Verrückt. Ja, du musst aber... Oh. Ich komme ja schon da hoch. Alter, du, das ist überhaupt kein Ding. Das kann ich jetzt jedes Mal jetzt hier machen. Nein! Kann ich nicht. Ich boykottiere. König D. Was mache ich denn? Ich muss da hoch. Egal wie... Ja, du musst da aber hochkommen. Heißt ja sogar die Mission. Also warum sollte ich mir das jetzt hier irgendwie sparen können? Man muss sich nicht immer alles sparen. Interessant aber, dass ich auch zack, zack machen kann. So. Jetzt bin ich hier. So, und jetzt erst einmal hoch da. Jetzt erst mal da oben drauf, wie ich so schön zu sagen pflege. So hin und wieder, meine Güte. Ich muss ganz gerade sein. Sonst wird das nichts. Ich glaube, hier tue ich mir... tatsächlich noch am ehesten gefallen, wenn ich die rechte Wand nehme. Ja, mit der hatte das irgendwie besser geklappt. So, jetzt kommen wir nach oben. Da sehe ich einen Stern. Oh, wirklich? Das hat jetzt nicht geklappt? Ja, weil ich wieder nicht ganz gerade war. Ich musste hier so aufpassen. Hm. How can we help? Oh Gott. Hilfe! So, helfen Sie mir doch! Das ist eine Referenz, die jetzt nur ganz wenige aus meinem Discord-Server verstehen. Es gab mal von Honis, dem Schöpfer von Herr Lustig, die Erde ist ja heiß, also verdammt Herr Lustig. Und unter anderem auch den Schöpfer von Phil Collins In the Air Tonight HD. Zwei Meisterwerke von Honis. Der hat auch ein Video gemacht namens Verschulke. Also eine Parodie auf Verschollen mit Tom Hanks. Und da gab es ja diesen Ball, dem er dann Gesicht angemalt hat. Ich glaube, Wilson hat er ihn genannt, ne? Genau, Wilson, mit dem er gesprochen hat. Und Wilson war halt in diesem Poop, war Verschulke gewesen. Und... immer wenn er ganz aufgeregt war, wo Paschulke hingegangen ist, war so, es war nicht gewortmixt oder so, dass Tom Hanks auf einmal Paschulke ruft, sondern es war halt so ein, weiß nicht, ob das war nicht Google-Übersetzer, aber sowas in der Art, so die ganze Zeit Paschulke, Paschulke, wenn er nach Wilson gerufen hat. Und ab und zu dann halt auch die Audio-Spams davon, Audio-Spams, sag ich sagen, ein Spieler von Paschulke, als er weggeschwemmt wird. So, helfen Sie mir doch! Daher kommt das. Das war großartig. Schade, dass es dieses Video nicht mehr gibt. Verschulke hieß das. Also, den Wortwitz versteht, denke ich, jeder. Verschollen. Paschulke. Und trotzdem erkläre ich ihn jetzt. Wunderbar. Ich traue euch immer so viel zu. Paschulke. Okay, so, jetzt sind wir wieder hier oben drauf. Jetzt möchte ich aber noch... Ich muss glaube ich still da lesen, sonst wird das hier nichts. Dort drüben sind die braunen Münzen 7 und 8 sowie Stern 5. Mem. Ey! Ich hau dir aufs Gesäße. Hast du überhaupt ein Gesäße? Ne, du hast einen Rotor auf dem Kopf, das reicht mir. Das war doch die Richtung, in die mich das Schild gezeigt
getan haben tun, oder? Könnte es dann sein, dass der Stern hier drin ist? Wir lesen das Schild. Dies ist der Kubus der Kacke. Er ist einfach nur scheiße. Ich danke dir. Auf so ein Schild habe ich gewartet. Deswegen will ich sie alle lesen. Nicht nur aus Navigationsgründen, sondern falls da irgendwie auch nochmal was Pupartiges oder so. Danke. Nein, nicht danke. Paschulke. Oh toll, eine Trollbox. Ich liebe dich. Jetzt kann ich auch noch ein Safe State laden. Ich scheiße auf das extra Leben. Ich will hier nämlich... Ich will hier nicht nochmal alles machen müssen. Also der Kubus der Kacke bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Dann muss ich wohl doch das Schild hier lesen. Braune Münze ist direkt hier rechts neben dir. Danke! Auf der Ebene vor dir geht es nach rechts weiter zu brauner Münze 8 und Stern 5. Also nach Möglichkeit bitte rechts abbiegen. Bei der nächsten Möglichkeit meine ich. Und ist hier etwa der Kackstern? Braune Münze 8 ist direkt unter dir. Stern 5 ist links von dir. Fast geschafft. Nur so schwer war das ja jetzt. Ja, ich habe ja 20 Mal gesafestet. Ey! Na warte. Na warte. Ich scheiß auf dich. Ich scheiß auf dich und deine Brüder. So, okay, was ist los? Stern 5 ist direkt unter dir. Außerdem bringt dich ein mutiger Sprung auf die große Mauer weiter unten zum Münzschalter. Ah, stimmt. Das, ach, die Kacke habe ich jetzt auch noch vor mir, ne? Hilfe! So helfen Sie mir doch! Flatsch! Also direkt unter mir. Das würde ich nicht direkt unter mir nennen, oder? Doch, da, doch, doch, ziemlich. Man sieht, wie das Schild platziert war. Ja, komm, ich bin mal nicht so. 69 Stars. Ich glaube, dabei lassen wir es. Herzlichen Dank, dass ihr bei diesen 69 Sterne. Das war sogar, ja, du musst da aber hochkommen. Perfekt. Vielen Dank, dass ihr bei diesem 69 Sterne Run von. Glück, dass die Leitfolie der des Dioramas zugeguckt habt. Münzen so zahlreich wie Sand am Pimmel. So zahlreich wie Sandkörner am Meer. Und wie die Sterne am Himmel. Und wie Sand am Pimmel. Ah, fuck, ich muss jetzt nicht wirklich diese braune Münze kacke. Ich will das nicht. Ich will das doch nicht. Die schwebt. Hab ich aber nicht irgendwo einen Schalter gesehen? Wo war denn der jetzt nochmal? Wo habe ich jetzt den Schalter gesehen? Ich habe doch einen Schalter gesehen. Ich habe doch einen Schalter gesehen. Ich habe doch Schalke gesehen. Nee, Schalke habe ich nicht gesehen. Schalke hat endlich mal wieder gewonnen. Wir haben in diesem Let's Play ganz viel über Schalke geredet. Da muss ich ja diesen positiven Turn of Events einfach mal hier erwähnen. Scheiße, wo war... Wisst ihr was, ich springe jetzt einfach runter und opfere ein Label, ein scheiß Label. Und dann gucke ich nochmal, weil ich meine, ich hatte eben, wo ich rein bin... Ich hatte doch so einen Blockschalter gesehen. Und der ist bestimmt für diese Münze gedacht. Aber wo? Ich bin doch nicht blöd. Wo war denn der... Scheiße, Mann. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Ich sag den Leuten immer, ich habe eigentlich gar kein schlechtes Gedächtnis. Ich bin nur manchmal nicht so aufmerksam. Aber in dem Fall... Habe ich jetzt... Daneben ist er! In dem Fall habe ich jetzt einfach schlichtweg vergessen, wo er war. Ja, da hätte ich da von da oben auch noch so lang gucken können. So. Ah, heiliges was?
Es würde mich nicht wundern, wenn du die Zeit verlängert hättest, dass es eigentlich wesentlich kürzer ist. Ja, okay. Eine Münze haben wir schon. Auf unserer mystischen Queste. Aber ich fürchte, viel weiter werden wir auch gar nicht kommen. Ja, also 4-Sterne-Schnitt ist definitiv nicht zu halten, weil ich glaube, dass, also die 8 Münzen, dadurch, dass sie sich ja wirklich über das ganze Level erstrecken, ich glaube wirklich, das wird etwas sein, was sich komplett über den nächsten Part ziehen wird. Über den nächsten 20-Minuten-Part. Ja. Halt. Warum will ich da hoch? Warum will der Künstler hier hoch? Das erfahren Sie im nächsten grandiosen Part von Klügers Delightfully Devilish Dioramas.